Okay. Ich sag mal, sieht gut aus. Aber ich bin ja ein Profi. Wow. Und Alter, dieser Lörris, ne? Oh, Alter, Niklas. Ich find's gut, dass du beim Steam-Montag nicht abgebaut hast, Maxim. Du hast mit Cuphead angefangen und jetzt sind wir immer noch auf einer sehr, sehr hohen Qualität, was die Indie-Games anbelangt. Wir sind jetzt bei Mount Your Friends. Und damit wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Steam-Montag, wo wir irgendein Steam-Game runterladen und gucken, ob's kacke oder gut ist. Und diesmal sind erneut 5 Euro verflossen für Mount Your Friends. Dieses Game, sag ich mal, ist absolut albern, okay? Ich sag mal, es ist vom Design her, von der Optik, von allem absolut geistesgestört. Jedoch mit einem ziemlich hohen Unterhaltungsfaktor. Ja, da wird das wohl ein Rennen zwischen Niklas und mir. Oh. Kannst du mich bitte da nicht anfassen? Da habe ich einen Ausschlag. Warte, ich zeig dir einen Ausschlag. Wie ambitioniert du losläufst. Du hast doch. Oh nein. Alter. Okay, du willst also spielen. Das ist ja nicht. Also, ich hab. Oh, du steppst sofort los. Die Soundgeräusche bei dem Game sind wirklich absolut unnormal. Vor allen Dingen, wenn man die Musik ausmacht und sich ganz normal im Menü aufhält, okay? Hört euch das einfach mal an. Das klingt einfach nur schön. Das ist ja nicht mehr normal, oder? Das ist doch schlichtweg gestört. Naja, aber kommen wir zum Ziel. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr sollt einfach nur die Ziege besteigen, okay? Hierbei muss man versuchen, so hoch wie möglich zu kommen und euer Kontrahent muss das Gleiche schaffen. Dafür hat man ein Zeitlimit, das ist einstellbar, aber der Standard ist so eine Minute. Und die Herausforderung liegt natürlich darin, mit dieser doch, ich sag mal, etwas ungewöhnlichen Steuerung klarzukommen. Das war. Get to the job, man! Andrew Box hat schon für die Jahre für diesen Auftritt trainiert. Anthony Bucks hat gerade einen Schlaganfall. Keine Lauf. Alter, muss die Hand lösen. Lauf zum. Oh, Alter, was schwebt? Alter. Ist gut in deinem Namen, ne? Musst du dich ranhalten, Junge. Ja, das klappt schon. Ja, yeah, Late Game, Junge. Ich komme was late. Oh, shit. Ja. Easy. So, Alter, ihr legt doch mal los. Niklas will keine Zeit verlieren. Oh wow, er ist aber komplett schnell. Junge, weh. Oh. Wie man sehen kann, ist das Ganze schon sehr, sehr unterhaltsam und gerade die ersten Spielminuten sind wirklich etwas wirklich sehr Schönes. Naja, neben den Mechanics hat man aber außerdem die Möglichkeit, große Freiheiten bei der Einstellung des Spiels. Das heißt, man kann die Tasten belegen, wie man möchte. Wobei ich sagen muss, dass es mit dem Controller ein bisschen schwierig war. Aber zu den Negativpunkten kommen wir später. Denn ihr seid in der Lage, euren Charakter zu customizen. Na, ihr könnt ihn so aussehen lassen, wie ihr wollt. Und das Game bietet auch verschiedene Spielmodi an. Nur, das heißt, man kann nicht nur vertikal klettern, sondern auch eine Brücke bilden. Beziehungsweise gibt es auch noch verschiedenste Spielmodi. Das bedeutet, es gibt viele Klettervariationen oder auch Spiele, wo du Münzen einsammeln sollst, beziehungsweise Diamanten. Und selbstverständlich haben diese natürlich auch einen ziemlich langen Schlong. Ich merke jetzt schon, dass das Video ziemlich werbeunfreundlich wird. Diese ganzen Modi sind auch super nett und bringen so ein Stück weit Variation rein, haben aber ein großes Problem. Beziehungsweise dieses Spiel kann ich euch zum ersten Mal nicht weiterempfehlen. Denn für 5 Euro kann man hier auf jeden Fall ganz gut Spaß haben, das ist kein Problem. Das Problem ist, dass das Spiel nicht fertig ist. Beziehungsweise auch die Entwickler sagen, dass einige Dinge nicht gelöst werden können. Das heißt, Niklas, Kalle und ich wollten eigentlich noch andere Spielmodi probieren, aber das Ganze geht nur um Singleplayer. Dieses Spiel hat es leider nicht geschafft, so programmiert zu werden, dass das Ganze online gleichzeitig funktioniert. Serverlags oder Ping-Probleme sind also das Hauptproblem und es ist sehr schwer, die Körperteile zu berechnen. Dadurch konnten wir zumindest online nur einen Spielmodus spielen, was schon sehr dürftig war. Wenn man gegeneinander fechten wollte oder Münzen sammelt, sind alles Optionen, die noch zur Verfügung stehen, muss man das Ganze local tun. Das heißt, wenn ihr in einer WG lebt und sowieso gemeinsam zockt, dann ist das Game auf jeden Fall brauchbar. Online allerdings wirklich nicht. Na, ihr habt da kurz euren Spaß, das ist auch völlig fein. Aber bei diesem Game würde ich euch raten, die Steam-Funktion zu verwenden, wo ihr euer Geld zurückbekommen könnt.
Wenn ihr das Game gerade mal 2 Stunden gespielt habt und das über 2 Wochen, dann könnt ihr das Geld zurückkriegen. Und ja, auch ich musste es tun, weil es ist ein cooles Game, hat Spaß gemacht. Aber da ich nun mal hier in Leipzig bin und somit nur Online-Kontakt habe, fällt das Ganze für mich weg. Was ein kleines bisschen schade ist, weil es hat gut Laune gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Wettrennen oder das Fechten nochmal super witzig wären. Aber ihr habt nur einen Modus zur Verfügung und das ist leider super lame. Zusätzlich zu dem Fakt, dass nicht jeder Controller funktioniert hat. Also bei mir hat er meinen Thrustmaster nicht erkannt. Wahrscheinlich muss man da wirklich Xbox einfach nehmen, dann geht das. Gut, also Mountain Friends, könnt ihr meinetwegen zocken. Für 2 Stunden ist es fein oder unter 2 Stunden am besten, dann könnt ihr das Geld nochmal zurückverlangen. Aber so ist es leider noch nicht fertig. Abschließend wollte ich mich bei euch aber nochmal bedanken. Ihr habt nämlich richtig viele Einsendungen gebracht, was für Spiele ich denn spielen soll. Und ich habe mir auf jeden Fall ein paar gute notiert und habe damit Material fürs nächste Mal. Vielen Dank schon mal dafür und ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Kleinen. Das ist das Spiel, wo auch Hans Zimmer mitgearbeitet hat bei der Entwicklung, ne? ja. Hätte das Klatschen gemacht.